Welche Aktien habe ich im Monat November 2022 gekauft? Das erfährst du in diesem Video. Ja, hallo und willkommen zurück bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal, wie du sicherlich weißt, als treuer Abonnent. Ja, ich habe letzte Woche leider kein Video hochgeladen. Das hat nicht gepasst, da ich unpässlich war. Ich war dermaßen krank und lag komplett flach. Da ging nicht mal ein kurzes Video, da ging wirklich gar nichts. Und deswegen kommt jetzt verspätet ein Video. Und zwar zeige ich einmal die Aktien, die ich gekauft habe, beziehungsweise Anteile von Aktien, die ich gekauft habe. Da ich ja über Sparpläne kaufe, sind das nicht immer vollwertige Aktien, die ich erwerbe. Wie das funktioniert, kannst du dir gerne mal in meinem Kanal anschauen. Da habe ich schon ein Video zu gemacht, wie du einen Sparplan aufsetzt und da erhältst du eben anteilig Aktien. Wenn du eben eine Summe hast, die keine vollwertige Aktie kaufen kann. Also angenommen jetzt, du möchtest eine Aktie haben, die 50 Euro wert ist, hast aber einen Sparplan mit 20 Euro im Monat, dann erhältst du logischerweise keine komplette Aktie, sondern nur Anteile davon. Ja, und zwar habe ich ganz gewohnt wieder meine Sparpläne ausgeführt. Mein Auto wurde noch nicht verkauft im letzten Monat. Das heißt, das Geld, was ich durch den Verkauf vom Auto erhalte, ist also noch nicht in die November-Ausgaben eingeflossen, denn von dem Geld möchte ich ausschließlich wieder Aktien kaufen, voraussichtlich AG&C Investment, da sie monatlich ausschütten. Da habe ich erstmal einen monatlichen Cashflow, den ich eben dadurch erhöhe, drastisch erhöhe, und diesen Cashflow, den ich dann habe, reinvestiere ich dann in meine Langzeittitel. So ist der Plan. Ich habe auch schon ein paar Anfragen bekommen zum Auto. Und ja, der wird jetzt also hoffentlich diesen Monat unter den Hammer gehen. Und dann kann ich mit dem investierten Geld quasi dann im Januar mit der ersten Dividende rechnen. Und dann im Januar erstmal gut starten, würde ich sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir switchen gleich mal rein zu Trade Republic. Da zeige ich dann einmal meine Sparplanausführungen. Bei der Consorsbank habe ich jetzt ja auch Sparpläne laufen. Die zeige ich dir natürlich auch. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit und schauen direkt mal bei Trade Republic rein. So, eingeloggt bei Trade Republic sieht es wie folgt aus. Ich habe im Monat November folgende Aktien gekauft. Und zwar haben wir da einmal als erstes die Allianz. Da habe ich Aktienanteile im Wert von 41 Euro gekauft. Bei der Shell 41 Euro, British American Tobacco 41 Euro, Rio Tinto 41 Euro, Unilever 41 Euro, AG&C Investment, da sind die Dividenden, die ich eben erhalten habe, reinvestiert worden, da der Kurs zu dem Zeitpunkt sehr günstig war. 138 Euro, dann haben wir hier Appwy 41 Euro, Altria Group 41 Euro, IBM 41 Euro, Main Street Capital 15 Euro, Public Storage 41 Euro, Realty Income 15 Euro, Texas Instrument 41 Euro und Wells Fargo 41 Euro. Hier oben siehst du noch zwei Dividenden, die behandle ich aber in einem separaten Video, und zwar das Video, was nächsten Sonntag kommt. Da zeige ich dir einmal meine, oder nächsten Samstag vielleicht sogar schon, mal schauen, da zeige ich auf jeden Fall einmal meine Dividendeneinnahmen für den Monat November 2022, falls dich das interessiert, wie viel Netto-Dividende ich dann im Monat November erhalten habe und wie sich das im Vergleich zum Vorjahr verhalten hat, beziehungsweise wie so meine gesamten Monate aussahen dieses Jahr und was ich so durchschnittlich monatlich an Dividende erhalten habe im Jahr 2022, dann jetzt unbedingt abonnieren, dann verpasst du das auf gar keinen Fall. Das sind also die Ausgaben, die ich bei Trade Republic hatte, und wir switchen jetzt einmal um zu der Consorsbank. Ja, wie man hier sieht, Consorsbank führt gerade Systemarbeiten durch, das heißt, ich kann leider nicht zeigen, was ich gekauft habe, beziehungsweise wie viel, aber wenn du die letzten Videos gesehen hast, wo ich Aktien kaufe, dann weißt du, meine Güte, was für einen Sparplan ich ausgeführt habe, beziehungsweise was ich da für Titel habe. Und zwar ist das einmal Xiaomi habe ich da gekauft für 19,70 Euro. Dann habe ich Intel gekauft für 9,85 Euro.
und ich habe TUI gekauft für 17,78 €. Das sind meine drei Titel, die ich dort bei der Consorsbank bespare. Dann komme ich insgesamt mit den Kosten, die für die Transaktion anfallen, auf 50 €, die ich dort monatlich investiere, um jetzt auch mal mein spekulatives Depot wieder ein bisschen mit einzubeziehen. Das ist ja das ganze Jahr über doch eher im Hintergrund gelaufen, beziehungsweise gar nicht gelaufen. Das war einfach dann nur, ich sag mal, Buy and Hold. Also ich habe da ja, ja letztes Jahr doch für mich eine relativ große Summe investiert, in Anführungsstrichen große Summe. Das geht auch. Und habe seitdem nicht viel damit gemacht, mal zwei Titel verkauft. Da erhalte ich auch ein paar Dividenden. Also so ganz eingestaubt ist das denn doch nicht. Aber jetzt habe ich mich eben dafür oder dazu entschieden, dort auch noch ein bisschen Geld monatlich zu investieren. Denn die 50 € tun so gesehen nicht weh. Und da kann ich eben die Titel, die ich dort habe, noch mal ein bisschen ausbauen. Gerade weil die dermaßen abgerutscht sind in der letzten Zeit, dass ich da verhältnismäßig günstig einkaufen kann. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt nicht in diesem Format hier erzählt habe, sondern auch nebenbei mein Handy da ablaufen lassen. Egal. Ja, also das ist wie gesagt, ja, das sind die Titel, die ich gekauft habe. Ich zeige dir jetzt gleich nochmal, ja, in einer Excel-Tabelle in Summe, was ich dann gekauft habe. Flick das jetzt gleich alles ein. Du kennst das ja, wenn du meine Videos schon gesehen hast, beziehungsweise nämlich abonniert hast und regelmäßig schaust, dann kennst du das. Gehen wir jetzt gleich nochmal rein. Ja, und wie gesagt, wenn es dich interessiert, wie viel Dividende ich erhalten habe im Monat November 2022, dann unbedingt abonnieren. Das wird das nächste Video sein, was kommt. Ich bin selber sehr gespannt. Ich kriege zwar die Push-Nachrichten, aber habe jetzt nicht auf Abruf die volle Summe, die ich dann in dem Monat erhalten habe. So, das Videoformat ist für mich auch immer sehr, sehr spannend. Ja, und jetzt schauen wir nochmal in die Excel-Tabelle rein. Viel Spaß dabei. Ja, und hier sieht man einmal die Übersicht. Im Monat November 2022 habe ich 666,33 € investiert. Hier eben gesagt, wie eben schon aufgezählt oder gesagt, beziehungsweise gezeigt, die Allianz, British American Tobacco, Rio Tinto, Unilever, Shell, Abvi, Altria Group, IBM, Public Storage, Texas Instruments, Wells Fargo jeweils 41 €, Main Street Capital und Realty Income 15 €, AG&C Investment 138 €, Xiaomi 1970, Intel 9,85 € und TUI 17,78 €. Macht in Summe 666,33 €. Jawohl, und das war's jetzt auch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Video wieder, wenn ich dir meine Dividendeneinnahmen wenn ich dir meine Dividendeneinnahmen zeige. Ja, die Dividenden, die ich dir zeige, sind immer Nettodividenden, also da sind schon alle Kosten und Steuern abgezogen. Und ich hoffe, dass ich im Jahr 2022, das werde ich jetzt ja, wenn der Dezember rum ist, habe ich ja meine Excel-Tabelle, wo ich dann die Durchschnittsdividende errechnet habe. Ich hoffe, dass ich über 70 € monatliche Dividende komme. Bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn du auch gespannt bist, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, dein Pascal von Peggy Finanzen.